willkommen bei mir zu Hause. Ich nähe heute einen kleinen Geldbeutel mit Karabiner dran. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich natürlich über ein Abo und vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Mit dem Karabiner kann man ihn zum Beispiel am Schlüsselbund befestigen. Da kann man dann das Geld und die Karte und den Schlüssel hat man dann einfach alles in einer Hand. Oder an der Sporttasche befestigen und kann dann vorne zum Beispiel diese Chipkarte reinmachen. In vielen Sportstudios braucht man ja mittlerweile so eine Karte, um die Tür aufzumachen. Oder ihr braucht noch ein kleines Geschenk. Da könnt ihr ein Geldgeschenk drinne verpacken, müsst es nicht einfach nur in einen Briefumschlag reinstecken. Oder einfach einen kleinen Fettstift dazu gekauft und da habt ihr auch ein kleines Mitbringsel. Ihr seht schon, man kann das für viele Sachen nehmen. Und dann finde ich es halt noch praktisch, weil man sitzt nicht wirklich lange an der Nähmaschine. Das ist schnell mal zwischendurch genäht. Und jetzt stelle ich euch den kleinen Geldbeutel erstmal von Namen vor. Der kleine Geldbeutel ist 10,5 cm breit und 9 cm hoch. Hier oben ist er etwas kleiner, die Reißverschlussöffnung. Hier an der Seite hat er einen Karabiner, da kann man ihn am Schlüsselbund befestigen oder in der Tasche. Hier vorne das Fach wird mit einem Deckel und Druckknopf geschlossen und hat dann genau die passende Größe für die Karten. Da kann man dann 2, 3 Karten reinmachen. Und hier oben in dem kleinen Reißverschlussfach kann man dann Kleingeld reinmachen oder einen Fettstift zum Beispiel. Viel Spaß! Das Schnittmuster findet ihr unter dem Video in der Infobox. Und wenn ihr euch dann das eine Teil ausgeschnitten habt, dann ist dieses große hier einmal das Stoffteil A und auch das Stoffteil B. Und wenn man das dann hier knickt, dann ergibt es das Stoffteil C, aber da ist hier der Bruch. Das heißt, mein Stoffteil C sieht dann so aus und wird halt im Bruch zugeschnitten. Auf beide Stoffteile A könnt ihr dann schon die Flieseline aufbügeln. Ich benutze heute Flieseline H630. Auf das Stoffteil C, Moment, ein bisschen Ordnung gleich hier reinbringen, auf das Stoffteil C wird auch Flieseline aufgebügelt, aber nur bis zur Hälfte. Und auf ein Stoffteil D wird auch die Flieseline aufgebügelt. Und mit dem Stoffteil D fange ich dann an. Und zwar lege ich ein Stoffteil D mit der rechten Seite nach oben vor mich, nehme mir dann ein anderes Stoffteil D und das lege ich mit der rechten Seite nach unten, komplett bündig an und nähe dann mit einer Nahtzugabe von 1 cm einmal bis fast drumherum und lasse mir hier auf der geraden Kante so eine 4 cm große Wendeöffnung. Die Ecken habe ich mir schräg zurückgeschnitten und die Nahtzugabe mit einer Zickzackschere. Nur den Stoff hier oben bei der Wendeöffnung habe ich stehen lassen. Und nun vorsichtig durch die Wendeöffnung wenden. Die Nahtzugabe der Wendeöffnung habe ich nach innen umgeklappt und mir mit den Klammern hier fixiert. Und zum Schließen der Wendeöffnung nun einmal komplett knappkantig drumherum nähen. Ein Stoffteil A lege ich mit der rechten Seite nach oben vor mich und dann markiere ich mir bei 3,5 cm, mache ich mir hier, wie gesagt, eine kleine Markierung hin, dann nehme ich mir den Deckel, den ich eben genäht habe, den lege ich mit der geraden Seite hier unten an, mittig und also, dass er wirklich hier an der Markierung anliegt und nähe dann einmal hier knappkantig den Deckel an dem Stoffteil A fest. Der Deckel ist jetzt festgenäht. Dann brauche ich das Stoffteil C. Und das wird mit den linken Seiten zusammengeklappt und dann mit der Rundung hier unten bündig angelegt. Und innerhalb der Nahtzugabe, also so bei 0,5 cm,
nähe ich das Teil jetzt hier an dem Stoffteil A fest, damit es mir beim späteren Nähen nicht verrutscht. Den Reißverschluss, den ihr braucht, der muss natürlich nur so breit sein wie hier oben die gerade Seite. Aber ich finde es nicht schlimm, wenn der Reißverschluss etwas länger ist. Dann kann ich mich den Zipper unter der Nähmaschine außerhalb meiner Naht legen und dann muss ich nicht unter der Nähmaschine dann den Zipper hin und her schieben. Ihr könnt natürlich auch einen Endlosreißverschluss nehmen, das ist gar kein Problem. Und ich mache heute keine Reißverschlussblenden, weil wenn man eine Reißverschlussblende annäht, dann wird der Eingriff oben etwas kleiner. Das kann ich euch mal kurz hier zeigen. Und zwar fehlt euch ja dann ein Stück, ich hole euch mal ein bisschen näher ran, hier dieses Stück mit der Blende von der Öffnung. Wenn ich so eine große Öffnung hier habe, finde ich das nicht schlimm. Dann werden nämlich die Ecken hier schöner. Aber da ich jetzt hier nur so eine kleine Öffnung habe und wenn ich da dann noch Reißverschlussblenden dran mache, dann wird meine Reißverschlussöffnung hier oben kleiner und ich kann nicht mehr so schön reingreifen. Deswegen nehme ich jetzt den Kauf, dass meine Ecken nicht ganz so schön werden. Also, ein Stoffteil B lege ich mit der rechten Seite nach oben vor mich. Dann nehme ich mir den Reißverschluss und lege den hier oben bündig an mit den Zähnchen nach oben. Dann brauche ich mein Außenteil, was ich eben genäht habe. Und den Deckel habe ich mir einfach mit einer Nadel hier unten festgemacht, weil der mir sonst hier oben in die Naht mit eingenäht werden würde. Und das Außenteil lege ich mit der rechten Seite nach unten, hier oben und rechts und links bündig an und nähe dann mit einem Reißverschlussfüßchen vom Anfang bis zum Ende die Stoffe und den Reißverschluss zusammen. Die Stoffe vom Reißverschluss wegklappen. Und knappkantig einmal hier drüber nähen und somit die Stoffe von den Reißverschlusszähnchen wegfixieren. Das andere Stoffteil B lege ich mit der rechten Seite nach oben vor mich. Dann brauche ich dieses Reißverschlussteil, was ich gerade genäht habe. Das lege ich hier oben an die Kante und rechts und links bündig an. Und zwar so, dass die Außenseite und die Zähnchen nach oben zeigen. Dann brauche ich das andere Stoffteil A. Das lege ich mit der rechten Seite nach unten, hier oben und rechts und links bündig an und nähe dann mit einem Reißverschlussfüßchen die Stoffe und den Reißverschluss hier oben zusammen. Auch auf der Seite beide Stoffe vom Reißverschluss wegziehen und knappkantig hier drüber nähen. Das Dekoband fädel ich jetzt hier durch und befestige dann den Karabiner hier nur an dem Außenstoff. Also ich habe den Innenstoff jetzt weggeklappt und zwar in dem oberen Bereich. Und ich möchte den Karabiner gerne auf der Seite befestigt haben, auf der dann der Zipper ist, wenn das kleine Täschchen zu ist. Das seht ihr ja, ne? Hier mein Reißverschluss ist zu, hier ist der Zipper. Also bringe ich mein Dekoband mit dem Karabiner hier an und nähe das jetzt nur an dem Außenstoff hier innerhalb der Nahtzugabe fest. Bevor das Täschchen zusammengenäht wird, muss der Zipper nun in die Mitte gelegt werden, weil wir hier dann durchwenden. Den Karabiner lege ich mir jetzt hier Richtung Innentasche so rein und auch die Klappe. Den Deckel klappe ich mir hier rein, damit er mir jetzt beim Zusammennähen nicht in die Naht mit reinrutscht. Dann Außenstoff auf Außenstoff legen, jeweils mit der rechten Seite und Innenstoff auf Innenstoff legen. Alles schön bündig und den Reißverschluss lege ich in Richtung Innenstoff, klappe ich so hin. Und dann nähe ich mit einer Nahtzugabe von 1 cm das Täschchen zusammen. Und zwar fange ich hier auf der Innenstoffseite an, verriegel und nähe bis einmal fast drumherum, bis nach hier drüben und verriegel hier wieder und lasse mir hier auf der Innenstoffseite so eine 5 bis 8 cm große Wendeöffnung.
Den überstehenden Reißverschluss habe ich abgeschnitten und meine Nahtzugabe habe ich mit einer Zickzackschere zurückgeschnitten. Nur den Stoff hier bei der Wendeöffnung, den habe ich stehen lassen. Und nun vorsichtig durch die Wendeöffnung wenden. Die Nahtzugabe der Wendeöffnung nach innen umklappen und dann entweder mit der Maschine einmal knappkantig hier drüber nähen oder aber mit der Hand mit einem Matratzenstich die Wendeöffnung schließen. Zum Schluss muss nur noch der Druckknopf angebracht werden und dabei muss aufgepasst werden, dass das Gegenstück hier nur in der Außentasche befestigt wird. Und dann ist der kleine Schlüsselanhänger Geldbeutel fertig. Und das war doch mal wieder ein absolut schnelles und einfaches Projekt. Ihr könnt aber auch gerne nochmal hier in die Videos reinschauen. Vielleicht ist da ja noch das ein oder andere für euch dabei. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen. Bis zum nächsten Mal.